Die Landesmusikschule St. Agatha feiert ihren 30. Geburtstag. Hier bekommen Kinder schon seit vielen Jahren eine Bühne und ganz besonders jetzt zum großen Jubiläum. Der Grundstein, der gelegt worden ist vor 47 Jahren mit dem Gesetz vom Land Oberösterreich, das Landesmusikschulgesetz, hat eine Basis und hat eine Dichte, auf das können wir aufbauen. Rechnen, Schreiben ist in der Schule ganz wichtig. Oft ist ja in der Schule so, dass auch keine Musik mehr gibt und Musikunterricht mehr angeboten wird. Und da ist natürlich die Musikschule dann ein wichtiger Partner, dass die Kinder auch die Möglichkeit haben für eine musische Bildung. Der Festtag wird begonnen mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Das große Jubiläumskonzert mit Auftritt vieler Musikschüler zeugt von der hochwertigen Arbeit an der Musikschule St. Agatha. Die Kinder lieben es zu musizieren. Weil mein Papa auch bei der Musik ist und weil ich einfach so die Flöte, die ist so besonders für mich und ich lerne dann einmal Klarinette noch. Wie der Unterricht an der Schule gestaltet ist, können die Besucher beim Tag der offenen Tür hautnah miterleben. Wir gehen auf die Kinder ein, wir gehen auf Wünsche der Eltern ein und versuchen für St. Agatha in der Öffentlichkeit einfach eine gute Bildungseinrichtung zu sein. Musikschule ist ein ganz wichtiger Faktor in einem Ort. In der Musikschule kriegen ja die Jugendlichen das Zeug für die Blasmusik, für die Musikkapelle. Und was wäre eine Gemeinde ohne funktionierende Musikkapelle? Wir haben es heute schon öfters gehört, wie wichtig das Musik als Kulturträger ist. Nicht nur Blasmusik, man hat halt gemerkt, wie vielseitig das die Musik ist und jedes Musikinstrument ist für sich schön und wichtig. 30 Jahre Landesmusikschule St. Agatha. Eine musikalische Erfolgsgeschichte, die weit über die Gemeindegrenzen hinausgeht.